Das Konzert ist jetzt rum. Ich hab keine Stimme mehr. Das ist mein Vater, der ist cool. Warum ist er so nett? Ich heule. Irgendwann heule ich wirklich. Boah, hört sich das geil an. Ja, jetzt sieht man dich halt auch überhaupt nicht, ne? Du musst dazu stehen, dass du einfach auch mal scheiße aussiehst, Lisa. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben 6.08 Uhr. Ich fühle mich wie 5 Uhr. Ich habe übrigens echt scheiße geschlafen, Lisa. Ich bin immer wach geworden, alle 5 Minuten. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich heute Mike sehen werde mit dieser ollen Butz da. Du liegst so richtig ranzig auf dem Parkett. Da gehörst du hin. Oh. Es ist echt gut belichtet. Und ich habe noch nicht mal die Softbox an. Cool, jetzt bin ich unscharf. Ich konnte auf jeden Fall den ganzen Tag nicht schlafen. Tag vor allem. Ich konnte den ganzen Abend nicht schlafen. Schlafen, weil ich heute Mike sehe. Weil wir nach Solingen aufbrechen. Zum Festival. Oder das Konzert, whatever. Und haben danach auch noch VIP-Karten. Ich habe gehört, dass ein paar von euch auch in Solingen sind. Vielleicht sieht man sich ja. Yes. Und... Scheiße, wird der Vlog kacke. Egal, ich werde das hier alles einfach zu irgendwas Coolem zusammenschneiden. Oh, und... Hast du das gerade gehört, dieses Oh, und? Ja, same. Wisst ihr, was das Geile ist? Also das Allergeilste ist einfach, dass die Uhrzeit... Sieht man das? Hast du den Raben gehört? Seit heute Morgen schnattert der um sein Leben, ne? Und deswegen bin ich auch einfach seit 5 Uhr wach. Du bist nicht seit 5 Uhr wach. Doch, ich bin seit 5 Uhr wach. Ich konnte. Das kann nicht sein, weil ich dann auch schon mal wach war. Ja, du hast dich auch immer rumge... Jetzt geht hier alles ab. Das ist mein Notfallwecker. Wo ist das denn? Weiß ich nicht. Da. Mach schnell Stopp. Ich roll jetzt mal hier runter. Aua. Da ist Mike. Nicht der echte, I wish though. Und ich mache mich jetzt fertig, beziehungsweise suche ich jetzt erstmal Sachen, die ich anziehen kann. Und diese olle Scheiße fokussiert nicht. Ihr braucht mich nicht verarschen, es fokussiert nicht. Er macht die Augen zu. Nee. Was soll ich anziehen? Merch? In Merch sehe ich fett und scheiße aus. Tja, ziehe ich Merch an? Ja. Love it. Man sieht halt nicht meine Unterhose, aber ich bin in Unterhose. So, jetzt guckst du mal bitte, wie viel Grad es heute wird. Ja, wahrscheinlich nur 17. Ich sehe das schon kommen. Boah, diese Krähen, Alter. Gibt es keinen Jäger, der Krähen erschießt? Ich könnte halt den anziehen. Der macht halt richtig skinny. 23 Grad, das ist nicht warm. Ich gehe jetzt einfach mit Lukas Rieger Merch. Ist mir jetzt ganz egal. Ich breche heute alle. Hab ich gestern so vor. Ich breche heute alle los. Mit dem roten Pulli zu gehen. Wirklich. Ich dachte, als ich dich gestern auch gesehen habe, du hättest den roten Pulli an. Ne? Ich dachte mir so, Girl, no. Aber soll ich nicht einfach was Normales anziehen, damit man auch einfach mal gut aussieht? Ja, aber wir sind ja auch nicht normal. In Merch sieht man aber scheiße aus. Du kannst in Merch nicht gut aussehen. In Merch siehst du wirklich aus wie eine fette Sau. Wir haben jetzt hier 6.12 Uhr. Wir sind um 10 Uhr spätestens an diesem Festival-Gedöns und müssen da dann 10 Stunden warten. Das ist krank, aber sowas tue ich. Ich warte für Mike höchstwahrscheinlich mein ganzes Leben. Meldet er sich einmal? Nein. Kennt er mich? Ja. Meldet er sich trotzdem nicht? Ja. Wir überraschen jetzt erstmal Mama. Guten Morgen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Ich sehe halt einfach aus wie 5. Und ich raste irgendwann einfach nur noch aus. Ich habe jetzt Merch an. Die Haare in den Augen. Bin ich gut gelaunt? Nein. Die Frage ist, also die Frage aller Fragen, was mache ich mit meinen Haaren? Mach sie hoch. Hoch?
Bist du ready? Ja. Wir sind jetzt ready. Wir fahren jetzt mit dem Auto nach Kölle. Und dann sehen wir mal weiter. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich irgendwie... Oh mein Gott, ich habe die falschen Schuhe an. Mit den Schuhen kann ich safe... Oh ne, kann ich auch nicht. Porsche läuft. Service in 8 Tagen fällig. Ich bin auf gut Service. Jetzt muss die Lisa noch einsteigen. Service fällig seit 8. Oh. Das muss ich fotografieren. Vor allem, sie meinte. Screenshot. Sie meinte so, send mir mal bitte, wann du zum Service musst mit deinem Auto. Ne? Und sie meinte so, ich glaube, das ist in 8 Tagen. Und hier steht einfach seit 8 Tagen. Lol, mein Auto ist nicht mehr zugelassen. Gut, läuft das. Wie heißt denn meine Mutter? Hier, Mama. Die anderen haben alle Schule, voll vergessen. Ich meine, was machst du da eigentlich? Weiß ich nicht. Ja, aber da machst du wirklich das langweiligste Lied vom gesamten Album an. Was man so gar nicht. Und du machst es auf Stimme. Es geht weiter. Jede Nacht, heute Nacht. Jetzt schießt er drauf, aber welche Sau hatte jetzt keinen Parkplatz mehr? Und wer stellt sich dann so kackendreist hier hin? Ich. Ich habe hier gerade einen Zuschauer getroffen. Wie heißt du denn? Dennis. Hallo Dennis. Ja, und er geht jetzt zur Schule und ich gehe aufs Konzert. Sehr cool und das ist auch gar nicht hell, nee. Hä, aber warum ist denn das so voll? Ist ja wie im Primark hier. Seit ich schon mit meiner Mutter das Video von Tim angeguckt habe, sagt meine Mutter die ganze Zeit nur same, same, same. Kannst du es nachvollziehen? Nein, also ja. Ist es bei euch... Hört ihr auch mal Schnattern auf? Das denkst du, ist es bei euch auch so, dass einfach gefühlt die Bahn jeden Tag... Die hört dich auf zu schnattern. Auf jeden Fall fallen bei uns gefühlt jeden Tag die Bahnen aus. Und wenn es bei euch auch so ist, dann kommentiert bitte same. Da hinten ist übrigens die Längstes Arena und ich bin da dieses Jahr noch auf dem Konzert von Ariana Grande und oh Gott, jetzt sterbe ich. So, wir haben jetzt unsere Reisebegleiterin, das ist die... Hi, Chiara. Ja, same. Also die brauchen wir halt wirklich, weil wir sonst... nicht ankommen. Verkacken. Ihr seid verkacken. Wir wissen halt original nie, wo wir einsteigen müssen. Verena ruft und Verena ruft jetzt an. Verena ist sowieso die geilste. Das läuft nicht. Wir müssen den Scheiß... Renn doch! Boah, hast du auf Gleis 2? Und das ist 9. Ja! Wie süß! Wie geht's dir? Scheiße! Wir sind jetzt im Remscheid, Fred. Wir laufen zum Remscheid. Gute Gang! Wo müssen wir denn jetzt hoch? Man geht einfach. Hallo! Man geht einfach für Mike bis ans Ende der Welt in jede Stadt, in jedes. Drecksloch, ja, einfach nur, um ihn irgendwie zu sehen, um auf irgendein Konzert. 30 Sekunden. Ja, ja, immer für 30 Sekunden. Verena, ja? Da hinten sind deine Fans. Ah, danke. Vielleicht solltest du dich jetzt irgendwie verkleiden. Ja, genau, Verena. No, 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 Leute, abschirmen. Was ist denn heute? Ist heute so Exkursionstag im Kino? Gestern war. Ich habe Exkursion gesagt und nicht Ausflug. Wir sind jetzt... Was sage ich jetzt? Sage ich jetzt, wir sind jetzt bei Schloss Busch? Busch? Schloss Busch. Schloss Busch. Wir sind bei Schloss Busch. Es ist ja voll fancy hier. Aber hier in dem Kaff wohnen Fans von Mike? Ja. Echt? Nee. Aber richtig wenige. Ich glaube, 2 wohnen hier, die ich kenne. Aber wie schön. Wir haben gleich ein Konzert zu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, aber Antonia sind ja auch noch da. Okay, 7, 8, 9. Vor allem Antonia ist auch noch da. 7, 8, 9. Ihr wisst nicht, was jetzt ist. Wir sind an der Bühne. Seht ihr, wie klein diese... Seht ihr Lisa und seht ihr die Bühne? Leute, das ist peinlich. Das ist sau peinlich. Wenn wir in der ersten Reihe stehen, was wir literally tun, weil noch keine Sau Ticket kontrolliert, dann ist Mike ungefähr so weit weg, wie ihr jetzt hier gerade steht. Das Ding ist halt einfach, da passt auch das ganze Zeug von Mike niemals drauf. Ist halt wirklich so, hast du mal seinen Schlagzeug gemacht? Nein, das ist so
mit dir in einem Kaff. Ich gehe jetzt aufs Klo. Leute, ich gehe nicht zu dieser Bühne. Das ist viel zu schlimm. So genial. Die ist so nah. Nein. Mike ist so hoch. Stell dir vor, das hier ist die Bühne. Seht ihr das, wie nah das ist? Das mache ich nicht. Ich werde auch nicht mitsingen. Ich werde einfach nach... Nö, mache ich nicht. Ich habe da voll Angst. Nö, mache ich nicht. Können wir mal eine Sache kurz festhalten? Wir sind einfach 10. Warte, ich habe ja kein Licht. Hier ist gut. Wir sind einfach 10 Stunden früher hier. Einfach nur, weil wir dachten... Du uns an, ne? Einfach nur, weil wir dachten, der Ansturm ist... Schlafmark! Das ist dein Ernst, das steht doch da drüber. Einfach nur, weil wir dachten, dass der Andrang hier so groß ist. Aber wieso haben wir nicht einfach mal logisch gedacht? Leute, wir sind nicht in Berlin. Wir sind in... Leute, wo sind wir hier? Aber immerhin, es gibt hier einen Supermarkt in der Nähe. Ich muss pissen. Der ist nur 45 Minuten von hier zu Fuß. Leute, ja. Wo sind wir hier? Ja, Opfer. Oh mein Gott, Thumbnail, warte. Hä? Verena, gehst du mit aufs Jungsklo? Nein. Da ist halt nur so ein Klo drin. Also Leute, Ladies, ich werde mir jetzt erstmal gönnen. Leute! Ah! Chill doch mal! Warum schreit ihr denn so? Wollt ihr meinen Vlog? Hier ist der Zukunft Tim, der gerade das Video schneidet. Ab jetzt wird das Video anstrengend. Danke, Antonia. Wir zeigen ihr jetzt ihre Bühne. Also ihre Bühne. Wir zeigen jetzt erstmal der lieben Antonia Hi. Die Bühne. Ja, ich bin sehr. Und wir brauchen jetzt die Live-Reaktion. Okay, Antonia. Nein, Antonia, darfst du nicht gucken. Warte, ihr macht die Augen zu. Nicht für Antonia hier durch. Antonia. We love a good Thunfisch. Warte, noch nicht. Antonia, Augen zu. Ja, das ist der Sinn von Augen zu. Guck hin. Guck jetzt. Das ist die, ja, das. Seht ihr das hier? Ja, wow. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das Mike ist. Ach, oh nein. Und sich vorstellen. Cool. Seht ihr das hier? Ich stehe jetzt ganz vorne. Da ist die... Seht ihr? Wo ist das VIP? Ist das da das VIP-Ding? Nein, das ist Mike's Backstage. No, we love a good Zelt. Aber Leute, das ist halt einfach der Hammer. Das bin so literally ich. Hier alleine, die da hinten. Was ist eigentlich, wenn so Flaschen explodieren? Macht's dann Peng? Und Mike ist weg? Stell dir vor, Mike fliegt dann da hoch. Tschüss, Mike. Wir sind auf der verzweifelten Suche nach irgendwas zu essen. Und Leute, es gibt einfach hier nichts. Ich schwör's euch, ich verstehe das nicht. Wir sind jetzt in... irgendeinem... Wo sind wir denn? Wie nennt man das hier? Café? Da hinten steht... Speisen? Oh. Café Kalkum Shop. Hey, warte. Ihr Café Kalkum. Ist das eigentlich so überbelichtet oder sehe ich einfach gerade nicht gut? Ich weiß es nicht. Leute, ich will hier mich essen. Ja, hast du Pech, wir haben aber angehört. Es gibt hier aber halt auch nichts. Da kommt halt einfach noch mehr. Oh Gott, da kommt noch mehr. Brötchen sind dabei. Hammer. Ja, die werden frisch gebacken. Nee, wir haben auch Brötchen. Cool. Die sind aufgebacken. Das heißt, ist ja kriegst du ja alles. Du möchtest kein Ei dabei haben? Nee, bitte nicht. Eins, zwei, drei? Was ist denn los mit euch? Ich habe eine Allergie. Gut, du kriegst viermal die Eier. War klar. Man darf keine weich gekochten Eier mehr servieren. Ehrlich nicht? Wegen den Salmonellen. Genau. Oh, ich bin so schlau. Ja. Das sieht voll fancy aus. Komm, rein da. Schmeckt es? I like it. Ihr wisst ja, dass wir gerade essen waren. Was passiert mit den Überresten? Also, wir gehen jetzt zu Freddy. Das musst du. Ist Freddy da? Wenn das nicht in deinem Vlog kommt, gibt's Prügel. Freddy, ich liebe sie. Ja, he loves a good Freddy. Freddy, kannst du die SOS-Gruppe grüßen? Jetzt mit Freddy, aber niemand rennt mit mir. Osama bleibt meine Nummer 1. Boah Leute, ich glaube, ich brauche gleich mal Zucker. Ich bin echt, glaube ich, ein bisschen niedrig. Wir warten auf Osama alle, weil was will man mit Mike? Boah,
fick die Henne, Digga. Mein Trommelfell macht Party. Love good Tim. Die Elina ist jetzt auch da. Hi. Man muss immer da unten reingucken. Man will immer oben reingucken, man muss unten reingucken, weil unten ist gut. Aber ich guck immer oben rein. Hashtag Das Memories Mike. Komm, sag doch mal vernünftig Hallo, Mensch. Hi. Süß. 80% Speichel. Noch ein Stück nach hinten. Nach hinten! Auf was freut ihr euch am meisten heute? Mike treffen. Ja. Trefft ihr ihn? Habt ihr VIP? Ja. Okay, cool. Ja, dann sehen wir uns ja nachher eh noch. Ist da nicht noch so eine Mike Singer Party? Ich habe keine Ahnung. Jo, Aftershow. Alkohol? Nadeln, die wir überall stecken haben. Wisst ihr, was mich immer triggert? Können Menschen das nicht einfach mal ordentlich kleben? So, was das? Wer freut sich auf Mike? Nein, nein, warte ganz kurz. Wer freut sich auf Mike Singer? Okay, dann werden wir uns alle gemeinsam ein bisschen auf, indem wir alle gemeinsam zusammen singen, okay? Seid ihr dabei? Singen. Ich kann echt nicht singen. Seid ihr dabei? Ja. Es ist morgen, just see your body. Und alle! Is it too late now to say sorry? Bart, wieso gehst du immer in den Kaugummi? Ist das normal? Wenn ich mal reingehe, komm ich ins Schloss. Klappt die ganze Clique ein, wir haben Bock. Wir bauen eine Halfpipe auf und skaten durch die Gänge. Ich spring vom Dach in den eigenen Pool. Und auch in der Nacht find ich keine Ruhe. Keine Stimme mehr. Cool, für was habe ich VIP gekauft? Wenn ich nicht mit dem Leben kann. Hallo. Ist mit dem Vlog rein. Ja. Ich habe halt keine Stimme mehr. Ja, ich habe auch nicht so viel Stimme. Super. Der Moment, wenn man den Merch... Ja, ich habe keinen Sonnenbrand, nee. Der Moment, wenn man den Merch einfach nur als Regenschirm benutzt. Und was ist Antonia? Was? Toll. Ich habe ihn gequetscht. Jeder Mensch, der schon mal VIP bei Mike war, kennt es, dass man einfach ins Badezimmer rennt, Badezimmer vor allem, und sich irgendwie fertig macht, damit man nicht scheiße aussieht. Und Leute, gebt euch das mal. Thank you.
verbrannt. Hier drunter ist das Poster. Hier ist so Merchandise und so ein Buch, was ich hoffentlich benutzen werde. Ich werde zu Hause noch... Das Poster sieht ja geil aus. Wie das kann. Ich habe das Gesicht noch nicht gesehen, aber oh mein Gott. Ne? wenn ich zu Hause bin, filme ich dann, wie ich das so fand und so. Und wir sind einfach klitschnass. Ja, kein Kommentar. Rennst du eine Dreiviertelstunde im Berg runter, im Regen. Das Poster ist in mir drin gefühlt. Bei mir zwei Stunden fahren und du kannst direkt da einsteigen. Das Ding ist, das nächste Mal fahre ich einfach mit meinem Auto zu jedem Konzert. Ich zieh's einfach, Leute. Ey, wisst ihr was? Das Konzert ist vorbei, ich bin wieder zu Hause. Und ey, wo soll ich eigentlich anfangen? Also erstens, ich habe einen Sonnenstich. Zweitens, seht ihr eigentlich, dass meine ganze Fresse brennt? Und drittens, was soll ich zu dem Tag sagen so? Das war, wisst ihr, es gibt so Momente, die sind Abbruch. Und dann gibt es so Momente, die sind nicht nur Abbruch, sondern die sind halt so Abbruch des Todes. Und das war wirklich Abbruch des Todes. Also das Konzert an sich war, glaube ich, das Beste, auf dem ich jemals war. Nicht mal so von diesem Bühnenaufwand her, sondern einfach, das war so schlicht. Der war so nah bei uns. Ey, und was war das Beste? Es war so krass. Ich filme übrigens gerade halb nackt, weil ich mir einfach dachte, das gibt Klicks. Das Blöde war nur, dass nach dem Konzert hat es angefangen zu regnen, so. Habt ihr ja gesehen. Und eigentlich sollten wir, glaube ich, draußen Fotos machen. Das haben wir aber dann halt nicht gemacht. Und wir sind irgendwie unter so Bäume gegangen. Und unter diesen Bäumen war halt kein Licht. Und die haben da auch kein Licht hingemacht. Deswegen war es halt auch nicht belichtet. Wow, Tim. Und deswegen waren die Fotos beim VIP jetzt so halt nicht gut belichtet. Wow, Tim. Also das hätte man vielleicht so ein bisschen besser regeln können. Und wir haben nachher dann noch Merchandising bekommen, was ich echt sehr cool fand. Und ich fand generell auch, dass VIP diesmal so ein bisschen chilliger als bei der Tour. Irgendwie hab ich mich so gestresst gefühlt irgendwie. Ich würde mich mega, 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 mega freuen, wenn ihr Edits macht. Also falls ihr irgendwelche Szenen aus dem Vlog cool fandet, dann macht mal irgendein Edit. Postet das auf Insta, markiert mich und Mike und dann werde ich das auf jeden Fall reposten und sehen. Ansonsten teilt das Video sehr gerne mit euren Freunden. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Bei 1000 Daumen hoch werde ich auf jeden Fall nochmal einen Vlog machen. Hier könnt ihr mich abonnieren. Darüber ist irgendein Video, was ihr euch angucken könnt. Ach, und by the way, falls du das hier siehst, das geht jetzt an Mike. Das ist eine ganz private Nachricht, wenn du das hier siehst. Schreib mir doch mal, ob du das Video cool fandest. Ich habe mir voll Mühe gegeben.